Ich grüße euch. Ich muss aufs Klo. Ich grüße euch. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Boom! 2.1. ist heute. 2 steht 4-2. Nein, meine Besten, was wollte ich damit ausdrücken? 2 steht für Doppel-Upload. Nach meinem geilen Pack, Sergio Ramos zieht UCL Live Douglas Costa und Salah in meinem Pack, kommt jetzt mein Team of the Year. Mein persönliches Team of the Year. Oh mein Gott, ich weiß, es hat das gar nicht gewohnt, aber das heutige Video hat eine gewisse Struktur. Applaus auf mich selbst. Und zwar das heutige Thema... Deutsch kann er immer noch nicht. Richtig. 5 Themen beinhaltet mein Video. Thema 1, allgemeine Informationen zum Team of the Year. Thema 2, mein Team of the Year. Thema 3, mein FIFA 19 Team of the Year. 4, die besten SBCs. Und 5, wie viel könnte eine Team of the Year Karte kosten? Holy shit. Wie in der Schule, als würde ich gerade ein Referat starten. Zuallererst, die ganzen Quellen, die ich im Video verwende, werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich weiß, es ist noch nichts passiert. Bipapo, es würde mich trotzdem freuen. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich über jedes neue Abonnent... Ich bin so lost heute. Ich würde mich über jedes Abo freuen. 29.000 fehlen noch. Das ist noch sehr, sehr viel auf die 100.000. Und eure Interaktion ist mir heute so, so wichtig. Mich interessiert nämlich, was ist euer persönliches Team of the Year, Leute? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne eure FIFA 19 Version in die Kommentare schreiben. Also welche Team of the Year Karten ihr unbedingt im Spiel haben möchtet. Wie genau ich das meine, werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall die Grundinfos. Das Release-Datum 7. Januar, ich habe echt mit 14. Januar gerechnet, aber 7. Januar geht's los und dann eigentlich wie immer, es wird schrittweise bekannt gegeben, also es kommt nicht plötzlich, sondern immer paar Tage die Position, paar Tage die Position, also als erstes der Stürmer, einen Tag später Mittelfeldspieler, dann die Verteidiger und der Torhüter. Und danach für eine kurze Zeit eben das gesamte Team of the Year. Dann noch ein kleiner interessanter Fakt. Wie wird das Team of the Year gewählt? Also bis zum 7. Jänner stehen 55 Kandidaten zur Verfügung. Ab 2.1., also seit heute, läuft das Voting. Medienvertreter, Sportler, FIFA-Community-Mitglieder, also in erster Linie YouTuber oder Streamer, sind quasi wahlberechtigt, aus diesen 55 Spielern ein Team of the Year zu bilden. 4-3-3-Formation, ein Torhüter, 4 Verteidiger, 3 Mittelfeldspieler und 3 Stürmer. Die Community-Mitglieder, also YouTuber oder Streamer, müssen bis zum 7. Jänner quasi ihre Wahl bekannt geben. 60% Voting und 40% stammt dann von EA Sports selbst. Und hier ganz kurz eben die nominierten Stürmer. Wirklich kranke Spieler sind dabei. Hier dann auch noch Mittelfeld. Obwohl, ich weiß nicht, ich verstehe das dann nicht. Warum dann auch noch hier die Stürmer am Start sind. Bei den Außenspielern verstehe ich das irgendwie schon noch ein wenig. Aber bei den Stürmern. Dann die Verteidiger. Ach, gute Brocken dabei. Krass. Und dann auch die Torhüter. Ihr könnt euch das alles auch nochmal in Ruhe anschauen. Verlinke ich euch dann, wie gesagt, in der Videobeschreibung. So, und jetzt voten wir mal gemeinsam mein Real-Life-Team of the Year. Also ist jetzt meine Meinung. Natürlich gibt es jetzt Leute, die genau anderer Meinung sind, aber ich vote jetzt einfach mal meiner Meinung, mein Team of the Year im Real-Life. Und danach machen wir das selber nochmal, wie ich es am liebsten hätte in FIFA 19. Aber postet mir auch unbedingt eure Team of the Year Real-Life und eure Team of the Year FIFA 19 Version. Ich bin echt gespannt, ob wir da quasi gleicher Meinung sind oder richtig so boom, Abstand, Weltenabstand, so komplett andere Teams. Also wir beginnen jetzt mal mit den Stürmern im Real Life. Da muss ich schon sagen, ich tue mir echt schwer. Aber Ronaldo ist an und für sich schon mal ein Fixpunkt. Messi alleine schon von den Scorerpunkten ist ein Fixpunkt. Griezmann ist Weltmeister geworden. Genau dasselbe mit Mbappé. Bei Neymar muss ich sagen, er war mir einfach viel zu lang verletzt. Er hat zwar in der Liga sehr, sehr viele Scorerpunkte gesammelt, aber so im Großen und Ganzen aufgrund seiner Verletzung, ja, Real-Life-mäßig hat er es nicht wirklich verdient, ins Team of the Year zu kommen. Anders sieht es aber wiederum bei Mohamed Salah aus. Das war meiner Meinung nach die Saison seines Lebens. Darum hätte er es eigentlich auch verdient gehabt. Muss was trinken. Dasselbe auch mit Hazard. Ist mega stark. Also mega gute Saison. Aber im Real-Life ist er diesmal nicht in mein Team of the Year. Meine 3 Stürmer. Ronaldo links, Messi Mitte, Mbappé rechts. Das sind meine
drei Picks quasi. Aber ich glaube, 95% dürften da eigentlich meine Meinung sein. Kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Das ist auch übelst schwierig, Leute. Nur drei Spieler. Ich habe da halt aber auch ein bisschen die WM im Hinterkopf. Natürlich auch bei den Realspielern sollte man die Champions League berücksichtigen. Dybala leider Gottes aufgrund des Nationaltrainers. So gerne ich den mag im Real Life, aber ne, leider nicht. Matuidi zum Beispiel hat eine bombenstarke WM gespielt. Sogar links Mittelfeld hat er ja meistens begonnen, soweit ich das jetzt so im Kopf habe. Perisic, unglaublich starke WM. Rakitic, genau dasselbe. Einen müssen wir eigentlich schon auswählen und das ist Luka Modric. Also der hat persönliche Trophäen abgesahnt, wie normalerweise ein Ronaldo oder ein Messi. Also Modric ist safe dabei. Da kann man sagen, was man möchte. Poggi, also Pogba, ja, da muss man eigentlich Mourinho teilweise die Schuld geben, weil wenn man sieht, wie der jetzt abgeht, zu krass einfach, aber ist jetzt, er ist zwar Weltmeister geworden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Team of the Year wird. Deswegen wähle ich wie folgt, ich wähle noch Kanté dazu und Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne hat eine übel starke Saison gespielt, Dreh- und Angelpunkt bei Manchester City, bei der belgischen Nationalmannschaft. Einfach zu krass die Saison. Also das sind jetzt meine drei Spieler. Verteidiger, da haben wir einen richtig großen Pool. Wenn ich aber jetzt die Meisterschaft, die Ligen, die Champions League und die WM im Hinterkopf habe, dann muss ich ehrlich zugeben, dann geht das ganz schnell. Es tut mir leid für die Leute, ihr würdet jetzt sofort Kimmich sagen, aber WM, keine gute Leistung. Champions League, FC Bayern, so leid es mir tut, sind zwar Meister geworden in Deutschland, aber das ist mein Voting. Marcelo, Varane, Ramos und Van Dijk. Van Dijk, ultra stark gespielt diese Saison, oder vergangene Saison, sagen wir es so. Also ich vote quasi keinen Rechtsverteidiger, einfach weil mir diese Spiele in der vergangenen Saison besonders in Erinnerung geblieben sind. Torhüter, da kann man sich so viel im Kopf drehen und wenden. Man kann sich so viele Argumente zu einem bestimmten Torhüter raussuchen und sagen, jo, okay, der muss ran, aber hey, dann gibt es dann wiederum diesen hier. Zu krass, Leute. Bei Lloris kann man sagen, Premier League, gute Platzierung, Weltmeister. De Gea, also ihm ist es zu verdanken, dass Manchester United noch den einen oder anderen Punkt mehr hat auf dem Konto oder mehr hatte auf dem Konto. Also der hat sehr, sehr viele, der hat großartige Leistungen gezeigt, war ja auch im Team of the Season. Allerdings hat er bei der WM sowas von verkackt. Ich glaube, in zwei Spielen hat er mega Fehler gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr die Gegner, aber ich habe im Hinterkopf, dass das zwei Spiele hintereinander waren, wo er nicht gerade gut performt hat. Courtois, sicherer Torhüter beim Club, also bei FC Chelsea. Und in der WM hat er auch nochmal so eine mega Leistung gezeigt. Er war auch der beste Torhüter. Real Madrid hat ihn sich dann noch gesnackt. Bei alles, muss ich zugeben, ich habe den nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Es tut mir leid, also von den fünf habe ich den eigentlich am wenigsten verfolgt. Und Oblak hat, glaube ich, mit Abstand die wenigsten Gegentore bekommen. Das ist jetzt mein Team of the Year in Real Life, wie gesagt, ja. Und deswegen entscheide ich mich hier für Courtois, einfach wegen dem ganzen Gesamtpaket. Club, solide Leistung, bester Torhüter der WM und der Champions League-Sieger hat ihn dann gekauft. Also, Courtois. Also hier nochmal im Überblick, das ist mein Real-Life Team of the Year. Vorne war es sehr, sehr schwer. Mittelfeld eigentlich fast eindeutig. Abwehr kann man an und für sich noch darüber diskutieren. Jordi Alba unter anderem. Trippier hat eine mega starke WM gespielt. Torhüter war mega, mega schwer. Aber dann, wie gesagt, das Gesamtpaket war dann eher bei Courtois. Seid ihr da meiner Meinung? Schreibt das gerne in die Kommentare, Leute. Und jetzt kommen wir zu meinem FIFA 19 Team. Das geht sogar viel, viel schneller. Also meine Angreifer würden sein Hazard, Mbappé, Neymar. In FIFA 19 außerhalb der Ikonen sind das mit Abstand meine Lieblingsspieler, was den Offensivbereich angeht. Klein, schnell, wendig, abschlussstark, beidbeinig, mehr braucht man nicht sagen. Auch das Mittelfeld wäre für mich so schnell geklärt. Kanté, Pogba, Perisic wegen 5-Star Weak Foot. Könnt ihr auch De Bruyne nehmen. Aber Perisic wäre da eher mein Type of Player. Also die zwei sind für mich klar, so Pogba und Kanté. Aber da könnte man schon Perisic dann auch noch Reus verwenden. Aber ich weiß nicht warum Dybala, ich glaube der hat 3-Sterne Weak Foot. Wäre da eher weniger für mich. Also ich würde diese drei nehmen für FIFA 19. Und müsste ich meine Verteidiger auswählen, Jordi Alba, Varane, Ramos, Walker. Das wären dann quasi meine Verteidiger. Jordi Alba ist mit Abstand mein Lieblingsspieler, was die Außenverteidigung angeht. In meinem Main-Team spiele ich den UCL Alba
und als Rechtsverteidiger den Flashback Alves. Aber ein Team of the Year Walker ist dann mit Sicherheit noch ein deutliches Stück stärker als Alves. Es gibt halt noch ein Problem, weil mein Torhüter, den werdet ihr gleich sehen, da müsste ich theoretisch Varane wegmachen und mich für Van Dijk entscheiden, um quasi auch den Torhüter linken zu können. Weil hier bekommt ja Ramos den grünen Link. Braucht in dem Fall dann natürlich, kommt auch von auf die Aufstellung, noch mit Icon verbunden oder eben noch eine Nation. Also ihr wisst es eh, ich will euch da nichts erklären, ne? Ja, wenn ich eine Full-Totti-Abwehr haben wollen würde, müsste ich dann so voten mit Van Dijk, Walker, Ramos, Jordi Alba. Wollte ich schon lieber, ja, ich würde dann, ja, ich würde trotzdem lieber eher mit Varane spielen. Statt Van Dijk. Aber ich müsste so wählen, um auf Full Cam zu kommen. Weil der Torhüter, Team of the Year, für mich ist immer noch der beste Torhüter, De Gea. Ich habe den UCL Courtois gespielt. Ich habe Oblak gespielt. Ich habe Handanovic gespielt. Aber De Gea hat vom Gesamtpaket her alles. Er ist groß, er hat den Weitwurf, kranke Reflexe, also ich spiele den Team of the Group Stage. Neuer, der UCL ist auch noch mega, mega gut, aber an Neuer kommt, also an De Gea kommt keiner ran, meiner Meinung nach. Also, wie sieht euer FIFA 19 Team of the Year aus? Seid ihr da meiner Meinung? Wie gesagt, push das in die Kommentare. So, jetzt gehen noch zwei SOs raus, also Shoutout, Shootouts, mir egal wie es heißt. Auf jeden Fall Twitter. Ich würde euch echt empfehlen, legt euch Twitter zu. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne folgen. Ja, die Hälfte fehlt noch auf 10.000, ist noch ein sehr, sehr weites Stück. Aber legt euch auf jeden Fall Twitter zu, speziell an die Trader oder Trading-Anfänger. Quasi auf Twitter könnt ihr so vieles lernen. Ihr könnt euch so viele Tipps einholen. Ihr könnt auch die Trader direkt fragen. Das ist eine richtig gute Anlaufstelle. Und die YouTuber antworten euch in den meisten Fällen sogar auf Twitter, je nachdem, was die Frage ist. Aber ein YouTuber oder ein Trader antwortet eher auf Twitter als auf Instagram oder sonstigen Plattformen. Das erste Thema ist von Mukai. Gebe ich euch auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung. Grüße gehen raus an dich. Er hat die günstigsten SBCs mal aufgeschrieben, also sie ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Also speziell jetzt zur Team of the Year Zeit. Falls ihr die noch nicht gemacht habt, drückt jetzt einfach mal auf Start. Macht einen Screenshot. Also es ist eine richtig, richtig gute Tabelle. Die habe ich sogar schon mal vor kurzem verwendet. Aber er hat sie jetzt nochmal überarbeitet. Die könnten sogar noch günstiger werden, weil beim Team of the Year wird eigentlich alles noch ein Stück weit günstiger. Also ihr müsst circa 354.000 Coins Stand jetzt reinballern, bekommt aber Packs im Wert von 930.000 Coins. Fast eine Million. Das sind schon krasse Sets dabei. Das muss ja nicht unbedingt ein Team of the Year sein. Ich hatte bei Sporting Lissabon, habe ich eine Icon gezogen. Also da kann alles mögliche dabei sein. Viel Glück auf jeden Fall an euch. Und jetzt nochmal Grüße an Mukai. Checkt den aus. Der nächste ist The Great Fuzzy. Sorry, Bro, falls du dieses Video sehen solltest, ne? Hinterlasse jetzt mal ein Follow. Der Great Foots Beat. Es ist seine Team of the Year Prediction quasi. Und er meint, dass diese Spieler anfangs zu viel kosten werden. So CR7 7,5 Millionen, Messi 4,5, Salah oder Mbappé 2,5. Kanté werde ich mir sowas von safe kaufen, Leute. Er kann kommen, was möchte. Den habe ich ja letztes Jahr zweimal gezogen. Zweimal habe ich Team of the Year Kanté gezogen. Letztes Jahr. Vorletztes Jahr habe ich Modric gezogen und vorvorletztes Jahr, glaube ich, war es der Team of the Year Messi. Oder Iniesta. Ne, Messi habe ich den Team of the Season gezogen. Ich glaube, Team of the Year Iniesta habe ich gezogen. Also jedes Jahr habe ich mindestens ein Team of the Year gezogen. Also hier auch, könnt ihr euch gerne quasi auf Stopp drücken oder einen Screenshot machen. So viel wird berechnet von einer der bekanntesten Trader. Packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung, Leute. Und ja, ich denke, damit beende ich jetzt das Video. Hier ist jetzt nochmal kurz mein Real-Life-Team of the Year. Ich hoffe, für euch war es sehr informativ. Lasst mir gerne Feedback in die Kommentare. Solche Sachen mache ich an und für sich sehr, sehr selten und ist auch ein Double-Uploads. Ich bin momentan wieder voller Energie. Ich hatte in den letzten zwei Wochen einige, ja, sagen wir, psychische Probleme. Familiärer Zwischenfall. Und ja, das hat halt alles ein bisschen an meiner Psyche genagt. Sehr, sehr wenig Schlaf. Ich habe trotzdem noch sehr viel gestreamt, viel Content gebracht, gearbeitet. Aber Leute, das sind Sachen, die interessieren euch wahrscheinlich gar nicht, ja? Also, ich wünsche euch was. Bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Ich danke euch dafür. Und solltet ihr noch kein Abonnent sein, abonniert gerne meinen Kanal. Checkt auch meine letzten Videos aus. Ein bisschen Pechluck gehabt. Ciao!